So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Füge Schaden zu, während du dich in verringerter Schwerkraft bewegst. Also das werde ich in, ich denke mal, in normal Solo machen, weil in Arena vermute ich mal, werden dann nicht viele landen. Wir gehen nämlich dafür einfach zu Loot Lake. Ein, zweimal probieren. Einfach den Schaden machen, genau da, wo der Riss ist, der große, und da halt rumtouren. Man kann es auch probieren, einen Gruppenkeiler, aber wenn die Zone nicht so ganz mitmacht, wird es, glaube ich, nicht so einfach werden. Gott, ey, wie viele spielen zurzeit Solo? Aber es ist meistens so: Donnerstag, wenn die Aufgaben kommen, versuchen alle wegen Skins etc. den Battle Pass hochzuprügeln. So, na komm, gib Gas. Jetzt war doch Zeit. So, wie ihr seht, Ladebildschirm. Ihr wisst ja. Für die alten Hasen unter euch. Ladebildschirm gleich. Like-Zeit. Also jetzt ein Like da lassen. Ein Kommentar. Und wenn du noch kein Abonnent bist, wäre es nett, wenn du mir ein Abonnent da lassen würdest. Dafür, dass ich dir immer wieder helfe, die Aufgaben zu erfüllen. Sei es in Rettet die Welt oder halt in Battle Royale. So, wie gesagt, Loot Lake würde ich halt wirklich am. Ich würde ein Loot Lake probieren. Man kann auch hier zu dem alten Fußballplatz, also zum Stadion, fliegen. Und wenn du da halt was aufnimmst, ich weiß gar nicht, welcher Gegenstand das ist, hast du auch diesen verminderte Schwerkraft. Aber wie gesagt, Loot Lake ist eigentlich die simpelste Methode, würde ich jetzt behaupten. So, die Zone macht einigermaßen mit. Bin halt echt mal gespannt, wie viele da zurzeit landen. Ich denke, man muss auch in der Zone sein und nicht also in der Kuppel sein und nicht von außen da irgendwie probieren, Schaden zu machen. So. Hoffen wir mal, dass wir direkt einen finden. Bam, 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 bam. Da, da. Zack, 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 zack. So. Ich kann überlegen, ob ich jetzt richtig reinfliegen soll oder ob wir besser hier landen sollen und dann in die Zone reingehen sollen. Aber wir gehen jetzt einfach. Ich glaube, ich gehe hier vorne hin. Ja, da ist schon mal eine Scheißwaffe. Ja, Falle ist natürlich. Falle braucht kein Mensch. Pistole ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Ach, hier ist eine Munition. Weil wenn ihr hier direkt einen Gegner findet, das ist schon mal gut. Aber hier außerhalb wird es nicht zählen. Ihr müsst halt, wie gesagt, drin sein. Es wird natürlich nicht einfach sein, hier einen Gegner zu sehen. Weil hier hört man die Schritte auch kaum. Ich sehe hier gar keinen. Keiner geht hier hin wegen der Aufgabe. Ah, doch, da hinten ist einer. Warte, wo ist er? Da schieße ich daneben, ich war doch drauf. Gucken, wo er ist. Er müsste eigentlich vor mir landen. So, das waren schon mal 89 Schaden. Wäre mir aber lieber gewesen, wenn es mehr gewesen wäre. So, aber ihr seht ja, es zählt da. Also wie gesagt, ihr müsst in der Koppel sein und da den Schaden machen. Wir gehen jetzt einfach direkt nochmal rein. Probieren einfach mal solo. Mal gucken, ob da einer landen wird. Aber wie gesagt, ich vermute, obwohl doch in meinem Arena-Bereich wahrscheinlich schon. Aber da ihr wahrscheinlich alle höher seid als ich, denke ich kaum, dass da einer landen wird. Aber wir gucken jetzt einfach mal.
Boah, was ist denn das für eine Wartezeit? Also wie gesagt, ich würde es halt wirklich in Loot Lake machen. Ich werde es auch in Loot Lake machen. Woanders probiere ich es gar nicht. Und damit ist die Aufgabe eigentlich schon gemacht. Wie gesagt, ich will es jetzt auch noch gerade schaffen, vielleicht sogar mit euch. So, dann haben wir eigentlich schon noch die Automaten, habe ich schon gezeigt euch. Wie gesagt, einfach am besten, wie heißt es denn jetzt? Mega, ne, Mega Block. Da landen. Das direkt vor Mega Block ist ein Automat. Ist eigentlich ziemlich simpel, aber dafür habe ich ein separates Video gemacht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Aufgaben sucht, gibt die Aufgabe immer genau so ein, wie sie da steht. So, dann schauen wir mal. Na, der Arsch gerade eben, der ist schön im Baum gelandet. Aber ich habe auch wieder den Fehler gemacht. Ich habe nicht erst mit der Pump geschossen und dann direkt die MP ausgepackt. Weil der ist wieder blöd angestellt. Wahrscheinlich, der Skin ist eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist einfach nur, er ist zu auffällig, was die Farben betrifft. So, Loot Lake wieder genau da. Da jetzt die Frage, lande ich erst weiter hinten? Auf jeden Fall müssen wir mal raus. Oder erst vorne an dem Haus. Oder wie viele auch machen, die kommen halt von links. Müsst ihr von dieser kleinen Insel da, da ist ja safe immer eine Kiste. Ich probiere jetzt erstmal die. Ah, oh Mann, ich wollte nicht so hoch. Ja, ist schon mal. Da unten ist noch einer. Einer geht schon rein. Die Kiste ist da. Er ist da hinten. Er landet da unten. Schlechteste, was möglich ist im Prinzip. Da hinten baut schon einer Holz ab. Boah, und es leckt zum. Wo ist er? Ich will eigentlich da oben drauf. So. So. Mann, hör doch auf zu laggen, ey. Das Problem ist, ich sehe den Pater. Er wird da kommen. Ah, die Sensibilität ist viel zu hoch, ey. Na, er ist nicht drin. Also er muss drin sein, sonst da doch. So. Natürlich. Und es fehlen 18 Leben. Ma, ne, es hat gezählt. Also wie gesagt, ganz simpel zu machen, anscheinend doch. Wie gesagt, in der ersten Runde den einen hätte ich machen können. Aber im Prinzip habe ich ja Schaden gemacht für zwei Kills in der Runde. Ja, das Schweben ist hier echt nicht die beste Lösung. Weil du fällst halt einfach zu langsam. Lieber irgendwo ein bisschen statisch stehen. Was mein Spiel am Laggen ist, das ist der Wahnsinn. Schreibt mir in die Kommentare bitte, ob euer Spiel auch so laggt. Und wie immer, schreibt eine 5 rein, wenn ihr bis zum Ende da wart. In dem Sinne, gucken wir uns den Fight mal gerade noch an. Alles schön weggeholt. Mein Spiel ist am Laggen, das ist eine Katastrophe. Also, da werden wir auch rausgekickt. Gerade noch gucken, was wir als Belohnung kriegen. Ich glaube, es waren 10 Battle Pass Sterne, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dann haben wir es eigentlich gleich schon fast geschafft. Ja.
Oh, ne, oh, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Funkelsense. Also, wie gesagt, 10 Sterne. Also, in dem Sinne, wie gesagt, wenn ich helfen konnte, lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne, haut rein.